Energiepreise explodieren. Die harten Wirtschaftssanktionen gegen Russland, sofort nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, haben in Deutschland im letzten Jahr unter anderem zu explodierenden Strom- und Gaspreisen geführt. Hier sehen Sie eine Auswahl meiner Arbeit zu diesen Themen aus den letzten Monaten. Doch die Sanktionen waren nur der Katalysator für die gigantischen Verwerfungen im deutschen Energiesektor. Durch den ideologischen Kampf gegen den Klimawandel auf deutschem Boden, mit Hilfe von riesigen Windmühlen und hunderten Quadratkilometern Solarpanelen auf Naturfläche, bei gleichzeitiger Abschaltung von Kernkraftwerken und modernen Kohlekraftwerken, führte dies zu einer steigenden wirtschaftlichen Belastung der Menschen in Deutschland. Wir als einzige wirkliche Oppositionspartei im Deutschen Bundestag beschäftigen uns intensiv mit diesem Themenkomplex und wollen die Energiepolitik schnellstens ändern, um noch größeren Schaden vom deutschen Volk abzuwenden.